Ja, und man, also man sieht Zack ja bald, sage ich jetzt mal so. Und ansonsten nimmt man ihn so als Nebencharakter ja Final Fantasy VII nur durch Gespräche mit anderen Leuten. Also über Gespräche mit anderen Leuten und sonst gar nicht. Und trotzdem war der sehr große Fanbase auch schon damals. Obwohl man ihn gar nicht gesehen hat. So richtig oder gar nicht gespielt hat. Genau, man trifft seine Eltern, aber man kann die auch verpassen, wenn man nicht in das Haus der Eltern hingeht. Und die sagen, glaube ich, auch nur sowas wie: Hast du unseren Sohn gesehen? Den haben wir schon seit, weiß ich nicht, schon so lange nicht mehr gesehen. Der war bei Soldier oder so. Mich ist falsch hier. Ja, ich finde das auch total, also sehr cool, dass Zack bei Advent Children mit, also eine Rolle hatte. Und also ich fand das richtig, richtig cool. Also den Film habe ich echt gerne geschaut. Hat sehr viel Spaß gemacht, den zu sehen. Platin-Spange. Es ist kein Accessoire. Und sowas. Berg nicht mehr runter. No. Was ist denn? Mich ein bisschen blöd. Grad. Ach, Heilung. Jetzt aber verstehe nicht, was ich da anders gemacht habe. Thank you.
Es waren nur zwei kurze Augenblicke, die aber, muss ich ehrlich zugeben, bei mir Gänsehaut verursacht haben. Weil man halt weiß, was Cloud und Zack auf ihrer Flucht durchgemacht haben. Ja, das stimmt. Ja, also ich habe Crisis Core zwar nicht gespielt, aber ich habe sehr viel davon gesehen. Aber ich habe sogar ein Let's Play davon geschaut, weil ich das Spiel selbst nicht habe. Die kam ja, also das Spiel kam ja auch für eine PSP raus und ich habe Konsole nicht. Aber man kann ja so einiges aus Let's Plays anschauen, was ich sehr cool finde. Und, ich finde das auch sehr krass, so, man weiß es halt. Hast du eine PSP für mich? Vielleicht. Ich habe doch nicht mal GTA Zelda durchgespielt. Lu hat auch eine liegen. Braucht ihr die nicht mehr? Ach krass. Was habt ihr denn wofür habt ihr eigentlich die PSP geholt? Damals, als sie rauskam. Man muss ja irgendwie die Intention gehabt haben, gedacht haben, boah, geile Spiele, ich haben. Ich kann doch eigentlich so runterrutschen, ne? Mach das mal eben. 2, 3, 4 und 5. Dann wieder zurück. Da kommt man zum Monster und einem Speicherpunkt. Und einem... Nee. Ach nee, gar nicht. Aha. Also den Monster möchte ich jetzt nicht unbedingt. Wieder hoch? Muss ja eigentlich gehen. Jetzt müsste doch... Ach, ich muss dann noch... Habe ich jetzt den Weg für mich verbaut, indem ich dann auf runtergerutscht bin bei der 1? No! Please, no! Das ist ja echt blöd. Kann ich mehr zurück? Damals war sie gut, aber weißt du, wie laut das Viech ist? Nee, es geht nur darum, wofür holst du dir so eine Konsole? Also wenn ich zum Beispiel eine PlayStation 5 kaufen würde, dann für ein paar Spiele, die ich gern spielen wollen würde. Das Zauberwort heißt speichern und das Monster schlachten, ja. Ja, ich sehe es auch als einzigen Weg gerade. Also gab es Kingdom Hearts Teile? PSP? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe die Konsole ja nicht, deswegen... Ach ja, ich würde gern wieder nach oben. Da kommt man zu... ...zu teilen, ne? Na gut, für Kingdom Hearts hätte ich mir das auch geholt.
wäre direkt. Hacken die Controller. Streamlabs speichert den Spiel schon. Sehr gut. Das ist geklaut von Doc. Doc hat das. Habe ich sehr cool für cool gefunden. Odin. Macht der Instant Kill? Ich glaub nicht. Oh nein, das ist ja Feuer. Oh nein, die heil den jetzt mit Feuer. Ganz viel Feuer, ja. Hier ist jetzt Frieden. Ich kann ihn zweimal beschwören, aber möchte ich das nicht. Lanze. Oh, nicht schlecht. Ist schon nice. Ja, Chiva. Und Rame. Ja, DocSpot wird auch so in den Chat. Ja, ist ja auch wichtig. Ich meine, man muss ja auch daran erinnert werden, dass man speichern sollte. Das brauche ich eigentlich auch so, so als Wecker zu Hause, wenn ich dann irgendwie am Arbeiten bin. In Excel oder so. Das Programm stürzt ja auch teilweise gerne ab. Dann. Speicher nicht vergessen. Bitte 10 Minuten. Hier nicht. Eta und Barret. Ich kann mal eben Zauber Eis. Oh nein, das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Auf Feindes Technik. Ja, Mann, das ist cool. Das ist auf Yuffie. Oh, auf alle. Oh. Stimmt, das ist voll die gute Feindes Technik. Kann ich das eigentlich auch da drauf machen? Aha. Schmecke das. Hm.
ein Hoch auf die Feindestechnik. Oh ja. Vor allen Dingen diese Attacke finde ich richtig nützlich. Feindestechnik. Nochmal. Materia. Konter. Oh, das ist nice. Das ist richtig nice. Und Speicher natürlich. Mehr Konter, das ist viel cooler. Da bin ich schon wieder dran vorbei. Wo ist denn Konter jetzt? Kann ich die Materie irgendwie ordnen? Ich ein bisschen. Geht gar nicht. Bin ich blind? Vermutlich. Naja. Nein. Was hab ich getan? Materien ordnen auch. Das ist ein bisschen kritisch hier so. Konto finde ich jetzt nicht. Auch keine Lust, das so hin und her zu scrollen. Geil. Nein. So. Okay, gespeichert haben wir. Aber kann ich hier nicht wirklich. Zurück jetzt? Doch durch da, wo ich da hinkomme. Aber ich komme da irgendwie gar nicht weiter. Oh, ich bin so platt. Vielleicht sollte ich wirklich gleich Feierabend machen. Oh,
bringt ja auch nichts. Sehe ich gerade. Meteorregen. Uhu. Ne, das ist kein MP. Schon so spät. Was ist denn so schon so spät? Ich glaube, ich gehe zurück zum Speicherpunkt. Kommst du das jetzt alle, diese Emotes haben? Also nebenbei gefragt. Pacifica Blue hat das auch. Frage ist, komme ich jetzt zum Speicherpunkt zurück? Oder ist es Point of No Return? Thank you.
jetzt hier nicht weiter. Ja, ich möchte gern zurück zum Speicherpunkt und zu diesen Rohren. Aber ich weiß nicht, ob man dann zurück zu diesen Rohren gehen kann. Also ganz nach oben, dass man dann... Weil ich die Leiter ja nicht runtergelassen habe. Boah, krass, Lu. Was ist los? Danke, vielen Dank. Ah, Mist. Ja, richtig. Das ist das Problem. Mit der Leiter. Ausgehen. Du schmeißt uns mit Witz gerust. Ja. Also wenn ich jetzt nicht zum Speicherpunkt komme, dann werde ich, glaube ich, einfach an der Stelle aufhören, weil es macht keinen Sinn. Ich komme nicht mehr klar. Materia. Nebenwirkung. Weiß gar nicht mehr wohin. Wohin mit meinem Leben? Sniper. Wir kommen nicht zum Speichern. Ich werde nicht schlafen. Komm. Ja. Selbst wenn wir nicht speichern können, dann mache ich einfach Rage Quit. Ich glaube, ich werde eher sterben, bevor ich speichern kann.
hatte auch nicht so lange. Also ich hatte nicht so vor, so lange zu machen heute eigentlich, aber durch die Blödheit, die ganzen nochmal wieder von vorne anfangen, ist natürlich, naja. Ich komme da nicht weiter. What? What? Komm ich doch her, oder? Nee, wenn nicht. Der Weg so lang. Ich muss ehrlich sagen, der Weg ist unnötig lang hier. Das ausgedacht. Oh, Lu! Wenn das so ist, dann freu ich mich, wenn ich zur Weltkarte komme. Könnte ich doch wieder den gleichen Weg nehmen und dann wieder nach Nibelheim und dann. Nee, da, guck mal, da ist doch der Reaktor. War. Muss ich hier nicht hin? Ich dachte, ich müsste hier hin. Da wäre ein Event. Gehe ich aus dem Reaktor und versuche den anderen Weg zu laufen, wenn es den anderen Weg gibt. Hier ist so eine Tür. Mal durch. Irgendwie zu der Tür kommen, oder? Yes! Oh, guck mal! Nice! Ach, guck mal, jetzt kann ich durch diese Rohre und alle Gegenstände holen.
Nice, 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 nice. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bin zu platt, das jetzt alles noch zu machen. Nice. Das freut mich, dass es doch einen anderen Weg gibt, hier hinzukommen. Hätte ich jetzt gesagt, ja gut, dann halt nicht. Wo soll ich euch hinschicken? Habt ihr einen Vorschlag? Gibt's jemanden, der noch längere Zeit dabei sein mag? Ein Stream. Cloud Rouge, der ist am Stream. Nice. Ich hatte ja gestern auch sehr lang gestreamt. Vielleicht ist er heute auch länger da. Ja, machen wir, machen wir. Vergessen, ne? Das ist wichtig. So. Oder ich heile mich erstmal. Dann speichere ich nochmal. Ja, für mich heißt das auch schlafen, Witcher. Für mich auch. Gute Nacht, Geralt. Aber es gibt doch noch andere coole Witcher. Obwohl, ich glaube, Geralt ist der einzige Überlebende später irgendwie. Ja, ich wünsche auch schon mal allen eine gute Nacht. Und vielen Dank fürs Zuschauen und für die aktive Mitarbeiter. Ja, schön, dass ihr so aktiv mit dabei wart. Gute Nacht und wir sehen uns morgen. Also wenn ihr Bock habt, morgen sind Dissa und ich in Saints Row the Third unterwegs. Ab 19 Uhr ungefähr. Mal gucken, wie schnell wir, wenn es keine technischen Probleme gibt, dann auf jeden Fall. Aber man weiß ja nie. So, gute Nacht. Und viel Spaß bei Cloud, die mit mir jetzt dahin gehen. Bye bye. So, great. So, ab die Post. Reden, ne? Ah.